Ja, also wir wissen ja, dass du einen besonderen Bezug zum Lerchor hast, wegen deiner Familie. Und kannst du uns da ein wenig genauer erzählen? Ja, die Lerchor war für uns immer was Besonderes. Und Gott sei Dank hat unser Papa die Lerchor für sich gekauft oder für den Betrieb gekauft. Und darüber waren wir alle sehr glücklich, die Lerchor-Alm. Und nein, wir haben das Leben auf der Alm sehr genossen. Ja, und von wann bis wann ging da eigentlich die Almsaison? Mai bis in September. Und wie viele Kühe habt ihr da so auf der Alm gehabt? 10 hier zum Melken. Und die Jungrinder, die sind über Nacht im Freien geblieben. Und die Kühe sind gemolken worden, die sind eingehängt, am Abend in den Stall gekommen, damit sie in der Früh da waren zum Melken. Ja. Und dann, wann ist man so schlafen gegangen? Und das Finster war nicht. War das eher Sport oder schon eher früher? War schon eingezogen, nein, umeinander ist man halt ins Bett gegangen. Und dann, wann ist man wieder aufgestanden? Um welche Ja, Uhrzeit? aufgestanden ist man früh, weil die Kühe haben wollen und dann ins Freie getrieben. Also, welche typischen Arbeiten hat so eine Sennerin immer erledigt? In der Früh aufstehen, Kühe melken, dann obendrein die Milch. Und wie war jetzt das Abtreiben? Also was Das heißt das? ist mit der Hand händisch gegangen. Und da ist außer auf einer Seite Sahne und auf einer Seite die Magermilch. Und von der Magermilch, da ist der Kümmelkäse gemacht worden. Wieso wurde da eigentlich so ein Kümmelkäse statt ein Steirerkäse produziert? Was? Wieso? Meine Mutter war von Vorarlberg und da draußen in Vorarlberg hat es den Kümmelkäse gegeben. Und da hat sie eben den Kümmelkäse gemacht und der war für uns sehr gut. Und damals war der Steirerkäse noch nicht so. Aha. Und was war da nur so für Arbeit zum Beispiel? Und dann in Stall putzen, sauber kochen und Und war, hat man da auch schon zum Beispiel Steirerkropfen oder sowas hergestellt? die hat schon gegeben, deshalb, jawohl, mein Lieber. Butter machen war schon was Besonderes. Und wenn wir da 10, 15 Kilo gehabt haben, Butter, dann haben wir es nach Donnersbach geschickt zu meinen Eltern. Und da ist dann der Butter verkauft worden. Wie war das Leben ohne Strom? War das schwer? Nein, das hat dazugehört auf der Alm. Kein Strom, das war eben das Almleben, das schöne Almleben. Und wie viele Leute waren da so? Auf der Alm? Ja, die Sennerin oder Sennerin. Und dann ab und zu ist wer reingekommen. Aber das war früher nicht so. Da ist den ganzen Tag eine Person gekommen. Vermisst du die Zeit oder war das eher eine schwere Zeit? Eine schöne Zeit war es. Das bescheidene Leben war mir eben gewohnt. Jetzt ist uns da überhaupt nichts, haben wir nichts vermisst. Also, ihr habt so die Kühe oft immer wieder von der Alm runtergetrieben und Ja. aufgetrieben. Wie war das so? Das Aufgetreiben, ja, war sehr schön. Das ist wie Flut gegangen. Aber das Heimfahren war ein bisschen schwieriger, weil da war der Stiertreiber mit. Kennst du den Stiertreiber? Ja, was war das genau, der Stiertreiber Der so? Stiertreiber, der war schwarz geschminkt und schön angezogen. Und der hat die Frauen halt ein bisschen geschwärzt. Also, wieso hat er den jetzt geschwärzt? Also, wie? Ja, er wollte sie ein bisschen umarmen.
Sie waren ja voll rot. Das Gesicht und die Hände und alles. Und da hat er es umarmt. Und bist du da zu Fuß reingegangen oder wie ist man da reingekommen zum Lerchkar? Meistens zu Fuß. Und wie ich dann schon älter war, bin ich mit dem Motorrad hineingefahren. Da hat mein Bruder schon ein Motorrad gehabt. Und das war ein 125er. Und da bin ich, und ich habe keinen Führerschein gehabt. Jetzt habe ich da in Donnersbach beim Becken auf zu der Kirche fahren müssen und dann auf zum Stadler und dort oben eine, weil da herunten war ja die Polizei und der Polizei habe ich ausweichen müssen und bin da auf zum Stadler und dort bin ich dann reingefahren auf Lerchkar, glückselig.